Das ist eine Nachricht an meinen zukünftigen Sohn. Ja. Ah, cool. Das hier ist dein zukünftiges Zuhause. Also diese Wohnung vorübergehend, aber auch München vorübergehend. Aber vor allem diese Welt vorübergehend. Das ist deine Mutter. Sie ist wunderbar. Sie ist extrem liebevoll, hat einen sehr seltsamen Humor und hat ein Herz für die Bedürftigen. Ach ja, und sie sieht auch unglaublich gut aus. Ich denke, sie ist aufgeregt, dich kennenzulernen und dich endlich in ihren Armen zu halten. Mit dir zu spielen und mit dir zu lachen, auf jeden Fall redet sie schon fleißig mit dir. Eigentlich möchte sie dich einfach nur nicht mehr im Bauch haben. Und da du ja mein Sohn bist, machst du Tag und Nacht Sport und bist nie ruhig. Aber wenn du dann draußen bist, dann trittst du wahrscheinlich nur von draußen. Sie liest zurzeit jedes Buch, um sich bestmöglich auf dich vorzubereiten. Deine Mama ist auf einer bestimmten Art und Weise unglaublich stark. Also physisch kann sie kaum Staubsauger heben, aber auf einer anderen Art und Weise, die ich jetzt nicht so wirklich erklären kann, ist sie so viel stärker als ich. Aber das wirst du ziemlich bald sehen. Aber das Wichtigste ist, dass sie Jesus nachfolgt. Und das alles ist der Grund, warum ich sie liebe. Und das bin ich. Oh ja. Ziemlich durchgeknallt. Aber auch das wirst du ziemlich schnell merken. Und das sind wir zusammen. Mit ihr wollte ich alles richtig machen. Denn ich hatte vorher kein vorbildliches Leben. Aber deine Mama war nicht ganz anders. Und deshalb haben wir uns ziemlich schnell sehr gut verstanden. Deshalb habe ich sie gefragt. Wir haben einiges gut zu machen. Und ich möchte, dass du von Anfang an weißt, wir sind nicht perfekt. Das ist nur Gott. Wir haben Fehler gemacht und wir werden sie wahrscheinlich immer noch machen. Aber wir wollen unser Bestes tun und aus allen unseren Fehlern lernen. Gott ist der Mittelpunkt in unserer Familie. Wir versuchen, ihn immer an erster Stelle zu setzen. Und so sollte es auch sein. Denn es gibt kein besseres Fundament als Jesus Christus. Und das wirst du auch sehen. Aber du musst dich natürlich selber dafür entscheiden. Wir können diese Entscheidung nicht für dich abnehmen. Wir lieben es zu reisen. Auch wenn wir aus bestimmten Gründen noch nicht allzu viel machen konnten. Oft reden wir darüber, wie du sein wirst. Mehr wie ich? Aktiv, albern und mutig? Oder eher ruhig, vorsichtig und liebevoll wie deine Mutter? Sehr wahrscheinlich die perfekte Mischung. Wie auch immer du sein wirst, wir werden dich auf jeden Fall lieben. Es ist wichtig, dass du das weißt, auch wenn wir mal ein bisschen strenger sein müssen. Aber bald wirst du alles hier kennenlernen. Die Welt kann sehr schön sein, aber sie kann auch sehr dunkel sein. Aber mit dir wird ein neues Licht geboren, das die Erde erhellen wird. Es heißt oft, dass die Welt immer schlauer wird. Mit dem Internet und mit den Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gelernt hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Welt immer mehr verblödet. Heutzutage weiß jeder alles immer besser und viele tauschen wirkliches Glücklichsein mit einem kurzen Glücksgefühl. Alle sagen dir, was sie denken, was glücklich ist. Meine Hoffnung für dich ist, dass deine Mutter und ich unsere Liebe und Erfahrung kombinieren können, um dir die bestmögliche Zukunft zu ermöglichen. Wir freuen uns so und sind so gespannt, wie du sein wirst. Mein Wunsch ist es, dass du Freude am Helfen hast und Freude daran empfindest, auf Menschen zuzugehen, dass die Menschen, die dich sehen, mit Freude überfüllt werden. Und dass du eine Sehnsucht hast, die Welt positiv zu beeinflussen. Unser Ziel ist es, Gott anzubeten und zu lieben und möglichst viele Menschen zu retten. Und ich hoffe, ich kann dir auch genug mitgeben, dass es auch letztendlich dein Ziel wird. Als dein Dad werde ich immer für dich da sein. Ich werde immer ein offenes Ohr für dich haben und du musst dich nicht vor mir verstecken. Aber die Welt wird sicherlich nicht nur aus Mom und Dad bestehen. Du hast noch wunderbare Großeltern, verrückte Onkel und liebevolle Tanten, Cousinen und einen Cousin. Ja, die Jungs sind in der nächsten Generation ein bisschen dünn besiedelt, deshalb kommst du in die Welt. Aber auch das ist nicht alles. Du hast noch darüber hinaus so
zweiten Grades, wie man sagt, Onkel und Tanten und so weiter und so fort. Du hast so viele Familienmitglieder. Aber auch das ist noch nicht jeder, den du zu deiner Familie nennen kannst. Also du hast schon eine ziemlich große leibliche Familie. Aber das ist nichts im Vergleich zu deiner geistlichen Familie, die noch viel größer ist. Egal, wo du auf dieser Welt sein wirst, wirst du immer eine Familie haben und Menschen, die sich um dich kümmern werden, aber auch deine Unterstützung brauchen. Alleine wirst du nie sein. Ich wollte dieses Video machen, um einmal meine Emotionen und Gefühle festzuhalten, bevor du kommst. Hoffentlich haben wir mittlerweile einen Namen für dich gefunden, denn deine Mom und dein Dad, wir tun uns so extrem schwer, einen Namen zu finden. Eine, den wir beide toll finden. Von allen Aufgaben, die wir haben, bevor wir Eltern werden, ist, glaube ich, die Namenswahl die schwerste. Das ist nämlich auch ein Thema, wo deine Mom und dein Dad total verschieden sind. Aber bald bist du hier. Wir können endlich mit dir eigentlich nichts machen, weil du ja nur isst, schläfst und in die Windel machst. Aber wir lieben dich jetzt schon so sehr. Wir werden uns um dich kümmern, als wärst du unser eigenes. Tut mir leid, aber das ist mein Humor und damit musst du leben. Ich mache mir zurzeit überhaupt keine Sorgen oder irgendwie sowas, wie sich viele machen, weil das erste Kind ja da kommt. Ich mache mir keine Sorgen, ob du gesund sein wirst. Ich mache mir auch keine Sorgen, was für Aufgaben wir haben müssen und was ich tun muss. Denn ich weiß, wenn ich mein Vertrauen in Gott lege, dann wird alles gut sein letztendlich. Natürlich wird es nicht leicht, aber was ist im Leben schon leicht? Ich sage nur, ich mache mir keine Sorgen, denn meine Sorgen sind alle bei Gott. Aber ja, das waren ein paar Gedanken, die ich hatte und die ich festhalten wollte. Ich hoffe, du bist bald da und ich hoffe, du kannst ziemlich schnell PlayStation spielen, weil ich habe Bock, mit dir PlayStation zu spielen. Aber ja, willkommen in Gottes Welt. Aber ja, das war's. Corey hier, du da, alles klar.